Und unser Skill ist wieder aufgeladen. Mann, ich hasse den Typen. Haben wir erstmal den kaputt oder wie? Jetzt läuft er auch noch rein. Na gut. Hauptsache, er ist vergiftet. Das macht immer schon extra Schaden. Aber es kann echt dauern, so viel Schaden wieder oder so wenig Schaden wieder kriegt. Wäre auch eigentlich eine bessere Formulierung. Ja gut. Das war die Abhandlung zu diesem Ordner. Habe ich doch eigentlich ganz gut gelöst, oder? Wisst ihr was? Ich gründe hiermit die... ich muss gerade hier lachen, weil diese Zeichnung da direkt auf dem Kopf ist, weil er da steht. Ich gründe hiermit die... schließ deine Augen, wirbel deinen Kopf herum und schau auf zufällige Sachen in deinem Raum und verfasse eine monologisierende Abhandlung darüber. Challenge. Und tagge hiermit jeden Let's Player oder Vlogger oder irgendjemand, der irgendwie Videos macht oder was auch immer. Also jeden Zuschauer, der dieses Video sieht oder irgendwie auch durch andere auf eben diese Challenge kommt, dass sie diese Herausforderung annehmen sollen und das gleiche machen. Das heißt, sagen wir, jemand, ich warte nur gerade auf den richtigen Moment. Gut. Jemand sieht es dieses Video und wird dadurch dann getaggt und muss diese Challenge dann eben ja annehmen und versuchen zu vervollständigen oder zu wie sagt man, eine Herausforderung absolvieren, genau, diese Challenge zu absolvieren. Das ist etwas anderes als absorbieren, aber dazu später mehr. Das seht ihr dann, nee, wie war das? Aber Leute, alles zu absolvieren. Nein. Kennt ihr das? Wenn man irgendwas Tolles erzählen will, dann verspricht man sich und dann ist alles kaputt. Das ist voll blöd. Aber Leute, alles zu absorbieren, erzähle ich euch in einer neuen Folge von Hey L. Genau. Also, die Challenge ist quasi so, man muss die Augen schließen, sich wild im Raum herumdrehen und wirbeln. Okay, wie man das jetzt im Endeffekt macht, ist jedem selbst überlassen. Also, dass man halt nicht sich irgendwas vorbereitet oder so. Dann auf einen zufälligen Gegenstand blicken, diesen fokussieren und wirklich den ersten Gegenstand, den man sieht und wirklich bewusst wahrnimmt, den muss man dann auswählen und darüber etwas erzählen. Eine Geschichte erzählen, irgendeine Abhandlung, ein Review, vielleicht nicht unbedingt, das wäre ein bisschen arg einfach. Halt etwas darüber erzählen, über dieses Thema oder über diesen Gegenstand, je nachdem. Da sind die Regeln ein bisschen, sagen wir, benutzerfreundlich. Ich wüsste zu gerne, wie viel Leben der Typ noch hat. Sicher noch einiges. Und dann eben mindestens fünf Minuten darüber etwas erzählen. Oder vielleicht 4 Minuten, 3 Minuten. Es kommt ganz drauf an, wie lange ich gerade eben geredet habe. Je nach Schwierigkeitsgrad des Gegenstandes kann die Zeit dann eventuell variieren, da die Challenge ist noch im Anfangsstadium. Meine Güte, mobbt mich nicht. Das weiß ich doch auch nicht. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich gründe hiermit die... Wie habe ich es genannt? Schließ die Augen... Wirbel wild im Raum herum, wähle einen zufälligen Gegenstand und verfasse eine monologisierende Abhandlung darüber. Challenge. Oder irgendwie sowas. Ich pack's mit Sicherheit in die Videobeschreibung, eventuell sogar im Videotitel, falls es da reinpasst. Und wie gesagt, ihr seid hiermit getaggt. Ich freue mich auf viele schöne Videoantworten. Wo ist denn der? Jetzt haben wir wieder hier zum Spiel, ne? Verdammt. Shit, diese fuck.
verkackten Skelette mit ihrem scheiß Donner. Oh, verdammt. Jetzt habe ich einmal auf Fortsetzen gedrückt und nicht auf Speichern und Beenden. Weil dann verliert man immer Erfahrung und Gold. Das finde ich voll schrecklich. Mann, aber ich habe auch ein bisschen langsam reagiert. Naja, gut. Probieren wir einfach nochmal und dann... diesmal mit... ein paar Heiltränken. Und vor allem Berserkertränken. Angriffstrank kann man eigentlich auch mitnehmen. Glückstrank. Auch. Mäh, ich will Dinken. Tränke. Wir gehen aber nicht in das Tor rein. Wir haben keine Tränke. Ja gut, da haben wir eh keinen Platz. Und nicht so viel Leben. Das heißt, wir werden uns hier einfach noch kurz auffüllen. Und dann wieder ins Dorf zurück. Und Tränke kaufen und so weiter und so fort. Kennt man ja. Berserkertrank, Angriffstrank, Glückstrank. Wie viel Platz haben wir eigentlich? Berserker. Okay, nochmal das Ganze und dann noch zwei Berserkertränke. Ich hoffe, das geht dann etwas schneller. Oder eben überhaupt. Aber die Skelette sind schon arg. Ja, jetzt wäre dann wirklich wieder eine Grind-Session angesagt. Oder eben... Ding. Stärkere Rüstung und so. Aber die kommen dann ja erst mit dem nächsten Level. Wo wir aber auch schon fast da sind. Vielleicht sogar während dem Bosskampf da bei den Skeletten. Wer weiß. Die Zukunft wahrscheinlich. So. Berserkertrank. Haben wir Transportrollen? Nein, da brauchen wir auch eine. Okay, dann sind wir jetzt eh voll. Und, da kann man rein. Immer noch. Okay, gut. Dann, tja. Ich würde gerne das Leben davor noch voll heilen. Oh, wir brauchen eventuell noch Gegengift. Na toll. Wir sind zu voll. Das ist der blöd. Ich will nicht der voll sein. Na egal, wir haben eh viel Geld. Aber was ist mit Gegengift? Einmal heilen. Und ein Gegengift kaufen, das muss reichen. So, dann wollen wir mal. Viel Spaß. Oder vielleicht nochmal speichern, rein prophylaktisch. Okay, dann können wir jetzt eigentlich auch unten lang gehen, einfach damit wir die Karte vollständig haben. Ja, eben so weit vollständig. Ja, in die andere Richtung kommen wir ja erst, nachdem wir die Bossebene geklärt haben. Wow, Skelette. Und Goblins. Und im Zickzack springen, wie ein Hase. Verdammte Goblins. Eben wegen diesen Goblins, so Pfeile und Magie und so. Die Skelette sind noch etwas freundlich. Aber interessante Musik, die da gerade läuft. Hört, hört. Caution, verdammt. Okay, genug gehört zu der Musik. Goblins. Caution, ja, ich weiß. Caution, ja, ich weiß. Okay, ist gut. Die Berserkertränke und so heben wir uns für den Boss auf.
Aber die geben auch verdammt viel Erfahrung, ey. Wie viel brauchen wir denn noch? Könnt ihr euch selbst ausrechnen. Nee, wie viel ist es ungefähr? 100? 3000? 3100? Wie viel geben die? 180? 180? 3100? 750? 2? 20? 20 Goblin-Skelette? Bisschen weniger, 15 oder so. Hm, könnte sogar, angenommen wir schaffen den Bosskampf, könnte das sogar hier drin sein, oder? Ich gehe mir so grob überschlagen. Wahrscheinlich habe ich irgendwas falsch gerechnet. Na, warten, bis wir den Skill aufgeladen haben. Meine Güte. Nicht so hastig. Wir wissen doch alle, was sonst passiert. Ganz ruhig. Oder wie, ja, ich sag mal, mein Kollege Soul Reaver, der Arcus ja auf Englisch vor langer, langer Zeit Let's Played hat. Wait for it, wait for it and rape it. Oder so. Nee, das hat er jetzt nicht gesagt. Also es mit rape it, aber eben dieses wait for it. Naja. Aber eigentlich auch ganz... Ja, gut, interessant ist jetzt vielleicht etwas überbewertet. Aber, na gut. Lassen wir das einfach mal. Um nochmal kurz auf diese Challenge zurückzukommen, ich glaube, ich werde da wahrscheinlich, weil ihr so lange ist, einfach eine Abkürzung finden. Ähnlich zu Lüflafs Tüdelhutgas. Naja, ist ja auch nur eine Abkürzung. Weil das sonst ziemlich lang wäre, das Motto. Aber naja. Ja, ja. Ja, komm, jetzt lad doch mal schneller auf. Ach ja. Okay, da unten wird auch noch getroffen. Sehr schön. Ja, ich denke, das sind schon so 15 oder so. Auf jeden Fall irgendwas im 10er-Bereich, denke ich. Das ist ja alles sehr spannend hier. Oh mein Gott, das hat bei 42 aufgehört, wie schlimm. Und da können wir gleich den nächsten Wirbelsch- oder Klingensturm anwenden. Sehr schön. Sehr viele reingelaufen. Ohne uns zu treffen. Der eine von den roten müsste doch auch bald kaputt sein, oder? Oh, nein, nein, nein. Nicht herkommen. Bleib schön da oben. Von diesen Giftviechern, ey. Und die Hit-Anzeige kommt sehr hoch. Oder wie der Opa in Fable The Lost Chapters sagen würde, der Kampfmultiplikator versucht euren Kampfmultiplikator noch weiter in die Höhe zu treiben. Benutzt euren Stock.
Benutzt euren Stock. Versucht euren Kampfmultiplikator noch weiter in die Höhe zu treiben. Benutzt euren Stock. Ja. Man sieht, ich kenne mich aus. Sehr spannend mal wieder. Gleich ist der Skill wieder aufgeladen. Dauert ja doch nicht so lange. Diese Ablenkzeit 3000, was steht denn das? 3000 Sekunden? 3000 Sekunden wäre etwas lange. Eieieiei. Und Gift noch dazu. Erstmal wieder in die Ecke gehen. Und dann schnell unser einziges Gegengift verknusen. Dann lieber nochmal voll heilen. Wer weiß, was da noch so auf uns wartet. Aber so viele von den Giftskeletten waren es ja auch nicht. Zwei haben wir, glaube ich, schon kaputt gehauen. Das könnten sie vielleicht sogar alle gewesen sein. Ich weiß nicht. Naja, das werden wir ja auch noch herausfinden, glaube ich. Hoffe ich. Ich weiß. Weiß nicht. Wer weiß? Keine Ahnung. Also so langsam könnte das auch echt mal hier ein bisschen vorangehen. Ach ja, und den Rest der Aufnahme werden wir dann wahrscheinlich damit verbringen, unsere neue Rüstung zusammen zu schustern. Dann haben wir vielleicht endlich mal wieder ein bisschen Platz im Inventar und bei Paul und so. So, Skill fully loaded. Ist hier noch was? Ja. Oh, verdammt. Ich hatte die falschen Tasten gedrückt. Bin ich aus Versehen statt nach links unten nach rechts unten gefahren. Jetzt nicht unbedingt, aber eben, ja, gewirbelt, kann man sagen. Ja, gewirbelt ist legitim. Nee, aber ist mal ernsthaft, was ist denn diese 3000 Zeiteinheiten? Stunden? Ich meine, 3000 Sekunden, das sind ja schon einiges. Das sind ein paar Minuten. Also, ich meine, 300 Sechstel. Das sind 30 durch 6 sind 5. Ja. 5 Minuten. Und dann noch mal 10 sind 50 Minuten. Also 50 Minuten, das kann es ja auch nicht sein. Das sind ja keine 50 Minuten, vielleicht 3000 Millisekunden oder so. Jetzt erstmal schauen, was wir hier noch alles haben an Skeletten. Sieht ja nach nicht besonders viel aus. Da ist noch einer. Da auch. Die kann man vielleicht zusammen. Ach, da auch noch einer. Sehr gut, alle vier da. Level up. Gut. Stellen wir uns mal hier hin und leveln. Wieder unsere übliche Skillung. 2 auf Stärke und der Rest jeweils 1. Und der eine Skill geht hier rein, oder? Ja, was haben wir hier? Drahkraft. Ja gut, den Rest, das ist alles. Ja, komm. Hm. 350. Dauer 300. Ablenkzeit 3000. Ha. Kein Plan, was das heißt. Vielleicht rechnen die in anderen Ländern ja in anderen Einheiten oder so. Keine Ahnung.
Ich kenne nur die Zeiteinheit Sekunde. Okay, Lichtjahr meinetwegen, aber. Na, Quatsch. Lichtjahr ist ja Weg. Da habe ich gerade, nachdem ich Lichtjahr gesagt habe, habe ich gerade daran gedacht, ja, es gibt doch hier so blöde Leute, die das immer verwechseln, dass das Weg sei. Das ist auch eigentlich Zeit. Aber es ist natürlich genau andersrum. Weil es das heißt ja Lichtjahr. Und deswegen wäre es ja eigentlich logisch, wir skillen das hier einfach mal. Wäre es ja eigentlich logisch, dass es eine Zeiteinheit ist, aber es ist ja eben eine Wegeinheit, ne? Also der Weg, den Licht in einem Jahr braucht. Deswegen ist es. Verwechseln das manche Leute, glaube ich. Ja, also ich meine, Lichtjahre wird es dementsprechend nicht sein, weil es eine Wegeinheit ist. Ja, gut. Passiert. Sicher jedem Mal. Aber mich würde trotzdem interessieren, was das für eine verdammte Einheit ist. Sind hier jetzt noch ein Skelette? Der eine da. Okay, es wird der einzige sein. Gut. Dann schauen wir mal.